Machst du mal noch ein? Genau, mein Freund und ich hätten gerne einen kleinen Absacker. Ihr habt ja wohl genug, Jungs. Das wüsste ich aber. Komm, lass uns abhauen. Okay. Wer fährt denn? Ja, ich glaube, ein kleiner Schwips. Ich hab den Schlüssel, ich bring dich nach Hause. Alles klar. Oh. Boah, geil! Ist die Ampel da vorne rot? Die Ampel ist aus! Die Wochenshow. Show. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Hallo, guten Abend und ganz herzlich willkommen zur Wochenshow. Mein Name ist Ingolf Lück und das sind unsere Themen. Appell. Dalai Lama predigt Gewaltfreiheit. Vergesslich, Norbert Blüm stellt Uhr nicht zurück. Verblüffend, Tina Turner wird einfach nicht älter. Und dramatisch, Weigels Haushaltsloch größer als befürchtet. Die Themen der Woche. Helmut Kohl beendete heute seine einwöchige Asienreise. In Begleitung von Hans-Dietrich Genscher hat er Indonesien, die Philippinen und Japan besucht. Wegen eines Defektes an der Kanzlermaschine musste Kohl den Rückflug in einem Linienflieger antreten, zur großen Überraschung der Passagiere. Hallo, ich bin euer Pilot. Alexander Lebed ist nach seinem Rauswurf durch Boris Jelzin beruflich völlig isoliert. Deshalb versucht er jetzt wenigstens privat sein Glück zu finden. Mit dieser Videoannonce sucht Lebed eine nette Lebensabschnittspartnerin. Ich bin der Alexandre, bin 49 Jahre alt, sportlich und kann nicht kochen. Da ich sehr viel arbeite, lerne ich keine Frauen kennen. Wenn du einen liebevollen Kuschelbär suchst, der auch mal richtig lustig sein kann, dann ruf an unter 000XX44667. Kennwort, hier kommt Alex. Aus Aserbaidschan wurden in dieser Woche heftige Unruhen gemeldet. Freischärler und Separatisten kämpfen im Hinterland verbissen um die Vorherrschaft. Ich gebe jetzt ab zu meinem Kollegen Bastian Pastewka, der live vor Ort ist. Sind wir drauf? Können wir, ja? Okay. Ich befinde mich hier rund 30 Kilometer vor Gorni-Karabach. Die verfeindeten Ethnomilizen werden hier in wenigen Minuten eintreffen. Dies hier ist der letzte Bus, der die westlichen Zivilisten aus dem Krisengebiet führen soll. Für die Stadt besteht keine Hoffnung mehr. Es ist zu befürchten, dass die Ethnomilizen hier ein schreckliches Blutbad anrichten werden. Der Terror ist nicht neu in dieser Gegend. Eine Katastrophe. So, Pali. So, was ist denn? Fast jeder Dritte, meine Damen und Herren, leidet an Migräne. Doch die Schulmedizin ist machtlos. Deswegen versuchen immer mehr Menschen, die Krankheit mit alternativen Heilmethoden zu bekämpfen. Besonders gefragt sind hier Therapien, die den Körper nicht unnötig belasten. Hallo. Oh, ist okay, ist okay. Wie lange haben Sie Ihre Migräne denn schon? Seit einem halben Jahr. Aha. Und Sie haben natürlich Schmerzmittel der Pharma-Mafia eingenommen, ha? Aspirin 8 Stück. Schlimm, schlimm. Kopfschmerzen, ja, oder? Mhm. Darf ich mal? Okay. Manchmal sind die einfachsten Mittel doch die besten. Mhm. Und? Ich habe immer noch Kopfschmerzen. Hallo, kann ich euch helfen? Was ist mit ihm? Migräne. Opfer der Pharma-Mafia. Oh ja, das ist nicht schön. Machen Sie den Mund mal auf. Aha. Und? Immer noch. Hm. Akupunktur? Ja. Hm. Okay, du, Helga, holst mal in die Nadeln, du, ja. Du, die sind alle in Gebrauch, aber ich hätte eine Alternative. Okay. Oh. Und? Schwer zu sagen.
Ich glaube, ich habe immer noch Kopfschmerzen. Stellen Sie mal auf, bitte. Ja. Kennen Sie die Methode des transferierten Schmerzes? Nein. Schauen Sie mal rauf, bitte. Ja. Oh, was hast du das gelernt? Oh, Alter. Oh, sorry. Huh? Nur zur Sicherheit. Yeah. Und? Oh, mir tut alles so weh. Mein Fuß, mein Bauch, mein Kinn. Aber die Kopfschmerzen, die sind weg. Sie sind einfach weg. Ja. Na, da soll noch mal jemand was gegen alternative Medizin sagen, ho? Ich glaube, lass uns essen gehen, ne? Okay. Ja. Moment, ich brauche eben noch meinen Mantel. Ja, ja. Oh, ja. Guten Appetit. Der Nachrichtenüberblick von CDU-Generalsekretär Peter Hinze wurde gestern im Bundestag von der Sitzung ausgeschlossen. Grund dafür war sein taktloses Verhalten während der Haushaltsdebatte. Ich häufig kommt ein Rollstuhlfahrer in die Kneipe, fragt der Wirt, willst du ein Bier? Sagt der Rollstuhlfahrer, nee danke, ich muss noch fahren. Klasse, Hinze. Oggersheim. Helmut Kohl ist seit dieser Woche der dienstälteste Bundeskanzler Deutschlands. In seinen soeben erschienenen Memoiren lässt er sein Leben noch einmal Revue passieren. Bonn. Der FDP-Vorsitzende Wolfgang Gerhardt drohte der CDU im Kabinett mit einem Bruch der Koalition. Bundeskanzler Kohl versuchte, den FDP-Chef auf andere Gedanken zu bringen. Mensch, Wolfgang, wo willst du denn hin? Warte doch mal. Hast du hinten die beiden Neuen nicht gesehen? Washington. Am Dienstag beginnen in den USA die Präsidentschaftswahlen. In den Umfragen liegt Amtsinhaber Bill Clinton weit vorne. Trotzdem setzte er noch einmal zum Endspurt an. Vorsicht, Mr. President! Vorsicht! Moskau. Alexander Lebedev hat immer weniger Einfluss in der russischen Politik. Nach seiner Entlassung als Sicherheitsberater wird er selbst von Parteikollegen verspottet. Berlin. Einer Greenpeace-Studie zufolge hat sich der Fischbestand im Neckar in den letzten 5 Jahren fast halbiert. Der Konkurrenzkampf unter deutschen Anglern wird daher immer härter. Popstar Michael Jackson traf gestern zu einem Kurzbesuch im Phantasialand ein. Vom Balkon seines Hotels verteilte er Souvenirs an die wartenden Fans. Bonn. Wegen der angespannten Finanzlage verzichten die Bundestagsabgeordneten auf eine Diätenerhöhung. Stattdessen unterzeichneten die Volksvertreter einen Werbevertrag bei einem großen Seifenhersteller. Müssen Sie in Ihrem Job auch oft fremde, ungewaschene Hände schütteln? Dann gibt es jetzt für Sie die hygienische Lösung. Kabinett Sensitive, das sanfte Handdeo. Kabinett Sensitive ist pH-neutral und dadurch besonders sanft auch zu empfindlicher Haut. Kabinett Sensitive nimmt Ihrer Hand unangenehmen Schweiß und verleiht ihr duftige Frische. Damit Sie sich rundum wohlfühlen, Kabinett Sensitive, das sanfte Handdeo. Das war der Nachrichtenüberblick. Danke, Anke. In unserer Rubrik Leute heute stellen wir Ihnen nun wieder einen Menschen mit einer außergewöhnlichen Begabung vor. Mein Kollege Bastian Pastewka hat ihn besucht. Neben mir sitzt jetzt Herbert Görgens, ein Mann mit einer außergewöhnlichen musikalischen Begabung. Ja, guten Tag. Ich kann nämlich ein schönes Lied auf meinem Feuerzeug spielen. Also, auf Ihrem Feuerzeug. Na, dann legen Sie mal los. Jo. Ha, 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 ha.
Geht das vielleicht noch ein bisschen lauter? Ja, lauter auch. Mhm. Muss ich anmachen. Bitte. Danke, das reicht. Danke. Ist in Ordnung. Vielen herzlichen Dank. Ist in Ordnung. Dankeschön. Komm ich jetzt im Fernsehen? Nein. Zurück in die Branche. Stephen King, ein, was sage ich, der Meister des Gruselfilms. In wenigen Tagen kommt sein neuester Schocker zu uns in die Kinos. Wir dachten, sie seien der beste Freund des Menschen. Doch dann machen wir eine schreckliche Entdeckung. Sie verweigern den Gehorsam. Sie greifen harmlose Passanten an. Sie nehmen Prominente als Geiseln und sie wollen unsere Regierung stürzen, wenn der Postmann nicht mehr klingelt. Jetzt im Kino. Und nun zur Entspannung ein kleines Gedicht, wie immer mit Hennes Mörike und einem Überraschungsgast. Männer. Früher, da waren sie unerreicht. Wie einst Joschka Fischer bei uns vielleicht. Doch Joschka nahm zu und wurde faltig. Da drehte sich der Wind gewaltig. Denn trotzdem trug er Tangas. Ganz ungeniert. Was eher demotiviert, denn inspiriert. Alles Machos, kein Niveau. Nennen wir sie einmal so. Erst müde am Morgen vom nächtlichen Reiten. Diskussionen am Abend in halbleeren Kneipen. Die sind halt ähnlich. Ob harte, ob weiche. Irgendwie versprechen alle das Gleiche. Dann. Zum Sport und zum Fußball. Borussia Mönchengladbach ist am Dienstag aus dem UEFA-Pokal ausgeschieden. Zuvor hatte Trainer Bernd Kraus Stefan Effenberg auf die Ersatzbank verbannt. Der Grund, Effenberg war beim Aufwärmtraining zu spät gekommen. Ah, wo bleibt der denn, Mensch? Der Schiri will das Spiel anpfeifen und der Effe ist noch nicht da. Ach was, der kommt gleich. Als ich eben in der Kabine war, kam mir in der Tür schon seine Frau entgegen. Wahrscheinlich haben die noch mal kurz, ne? Nee, glaub ich nicht, aber nicht vorm Spiel. Natürlich, du kennst auch den Effe, den G und Gar, ne? Hey, guck mal, da kommt er ja schon. Hey, Effe! Effe, wo warst du noch? Hey. Sag ich doch! Den Fußballstars, meine Damen und Herren, laufen die Frauen weg. Erst Lolita Matthäus und zuletzt die Frau von Mehmet Scholl. Warum interessieren sich die Spieler nicht mehr für ihre Frauen? Sehen sich die Fußballer vielleicht selbst genug? Gibt es sogar Sex in der Spielerkabine? Sehen Sie dazu unsere aktuelle Umfrage. Ja, sehr gerne sogar. Das ist auch kein Geheimnis. Da kann vieles von heute auf morgen passieren. Über Nacht kommt man mit jemand anders zusammen und... Und jeder muss dann offen sein und muss für sich selbst wissen, was das Beste ist. Am nächsten Morgen ist es immer extrem schmerzhaft, das ist klar. Ich bin fix und fertig. Die Fußballnationalmannschaft wurde für den Gewinn der Europameisterschaft mit dem Bambi ausgezeichnet. Aus diesem Anlass lud Bundestrainer Vogts die Spieler zu einem lockeren Vorbereitungstraining ein. So, Männer, da sind die lang ersehnte Elektrolytgetränk. Greift zu! Super, Martin. Das war aber ganz toll jetzt. Im Hinblick auf die WM 98 forderte Vogt seine Spieler auf, noch härter in die Zweikämpfe zu gehen. Besonders Stefan Kuhns nahm sich diesen Ratschlag zu Herzen. Und nun noch einige brandaktuelle Fußballergebnisse. Bitte schön. Zweite Liga, Rot-Weiß Essen gegen VfL Wolfsburg 12:1. Und Spielvereinigung Erkenschwick, Eintracht Trier 0:0. Danke, Saddam. Meine Damen und Herren, wir schalten nun live rüber zu meinem Kollegen Horst Lemminger. Ihm ist es nämlich gelungen, ein Exklusivinterview mit der Heavy-Metal-Combo Killer Bomb zu bekommen. Hallo, Horst. Hallo, Ingo.
Wolf. Ich melde mich hier aus der Dortmunder Westfalenhalle, wo gerade das Konzert der Heavy-Metal-Band Killer Bombs vor 7000 begeisterten Zuschauern zu Ende gegangen ist. Ich befinde mich nun hier hinter der Bühne oder wie man in Musikerkreisen sagt, Backstage. Und da ist er auch schon, der Star des Abends, der Bandleader Mighty Dick, gefolgt von seinen Musikern. Ich versuche einmal, dem Künstler einige Fragen zu stellen. Mighty Dick, großartige Stimmung, großartiges Publikum. Wie ist es eigentlich so, wenn man von der Bühne kommt? Was ist das für ein Gefühl? Verpiss dich mal, du Arschloch! Meint er mich? Ja. Auf jeden Fall, Mighty Dick, Ihre Band gilt als die gewalttätigste Heavy-Metal-Band der Welt. Ihre Exzesse auf der Bühne sind legendär. Das war eine teure... 7000 Leute! Ja, Moment mal, Mighty Dick. 7000! Auch heute Abend haben Sie wieder ein Dutzend Gitarren auf der Bühne. Ein Dutzend, aber ist das mehr als Quadratzentimeter? Ja, da muss ich nachrechnen. Und auch... Oh, Scheiße. Scheiße. Hey, Mikrofon, es reicht jetzt dann langsam, das ist die Wochenshow. Ingolf, ich glaube. Toll, klasse. Wunderbar, ihr seid nette Jungs. Danke fürs Mikro. Ich meine, danke fürs Interview. Ich hau ab. Ja? Das aber nicht sagen, wie du heißt. Lemminger, Horst Lemminger. Die Visage kenne ich von irgendwoher, ey. Ja, das muss ein Irrtum sein, ich kenne sie. Nimm. Mensch, Horsti! Erinnerst du dir nicht? Vierte Schuljahr in Kala Hochgrundschule! Sagst du dir bei Frau Bleisheim? Dieter Kösel? Ja, klar, jetzt kannst du ruhig die denn wie früher hoch, ey! Hey, Jungen! Kiek, wo ich dich gefunden hab, ey! Das ist die Blockflöte, der ist früher auf dem Schulweg und die Brüste. Ich muss nicht. Hey, komm, Horsti, wir gehen ein Feuer, der. Hol mich hier raus! Mein Freund und gleich sehen Sie noch in der Wochenshow Spartacus, den größten Stuntman der Welt. Also bleiben Sie dran. Willkommen zurück zur Wochenshow. Und das sind die weiteren Themen dieser Woche: Scheidung, Ehepaar Beckenbauer in der Krise. Ladendiebstahl, Aldi verschärft die Kontrollen. Und Erleichterung, UFO-Panik in Chemnitz unbegründet. Die Luft vibriert, die Spannung ist mit Händen zu greifen. Spartacus ist wieder da. Der größte Stuntman der Welt wird uns auch diesmal in atemlose Stille versetzen. Eine Stille, die nur meine Kollegin Anke Engelke auszufüllen vermag. Bitte, Anke. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Höhepunkt in der unglaublichen Karriere von Spartacus, dem größten Stuntman der Welt. Und da kommt er auch schon. Juhu! Hallo Spartacus, Teufelskerl. Hallo Anke, Sie Engelke. Spartacus, welchen dramatischen und lebensgefährlichen Stunt werden Sie uns denn heute zeigen? Ich werde für Sie kochen. Ich werde für Sie kochen. Nehmen wir mal das der Schüssel, Fuji. Spartacus, das klingt aufregend, aber ich wette, es wird kein einfaches Gericht sein. Wette verloren, Anke. Es ist ein einfaches Gericht. Ein simples Frühstück, bestehend aus Schinken, Toast und einem aufgeschlagenen Ei. Eingeschlafene auch. Das ist witzig, Spartacus, aber ich wette, das ist nicht alles. Diesmal haben Sie die Wette gewonnen, Anke. Es ist wirklich nicht alles, denn ich werde der Herd sein, auf dem dieses Frühstück zubereitet wird. Nein, Spartacus, Sie werden doch, doch wohl nicht etwa... Anke, ich werde. Ich werde das Frühstück auf meinen Schoß legen und mit meinen Händen diese beiden Stromkabel anfassen, die 20.000 Volt durch meinen Körper jagen. Nimm den Daumen aus der Pfanne, Fuji. Die Hitze, die dieser enorme Stromschlag erzeugt, macht den Schinken kross, den Toast knusprig und die Eier flockig. Schinken kross, Toast knusprig, Eier flockig. Sensationell, Spartacus, aber das kann nicht ungefährlich sein. Natürlich nicht. Was ich mache, ist immer gefährlich. Aber es ist sicher. Fuji Hachimoto, mein Trainer und Freund, ist nicht nur ein vorzüglicher Frühstückskoch, sondern auch Japans bedeutendster Starkstromexperte. Er hat ein Spray entwickelt,
das Stromschläge unwirksam macht und gleichzeitig Elektrobrände verhindert. Außerdem findet das Ganze unter Aufsicht der Feuerwehr statt. Oh, Spartacus, wie Sie das immer bis ins kleinste Detail planen. Wahnsinn. Okay. Und wenn ich Fuji rufe, dann kommst du rüber mit dem Spray. Kapiert, Fuji? Kapiert, Fuji. Toi, 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 Spartacus. Und los! Liebe Zuschauer, das ist ein dramatischer Augenblick. So etwas habe ich noch nie erlebt. Ein Frühstück der ganz besonderen Art. 20.000 Volt, die direkt in die Eier gehen und den Schinken rösten. Es riecht gut, aber es riecht gefährlich. Schon so eisig. Großartig, einmalig. Was für ein Frühstück. Genau wie Beine. Schinken, Kost, Brust, Knusprig. Eier, glücklich. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Samstag und ein schönes Wochenende. Das Jahr 1996 wird für die Bürger eine Reihe von Gesetzesänderungen und Gebührenerhöhungen beginnen. Der Mann ist Versicherungsvertreter und hat jetzt in der Lokalzeitung inseriert, per Anzeige fordert er die Wirte dazu auf, ihm keinen Alkohol mehr zu verkaufen. Der Beitrag müsste jede Sekunde kommen. Über dem muss man aber trinken. Tja, so geht's zu beim Fernsehen, meine Damen und Herren.